Hallo Leute und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Mass Effect, kommentiert von eurem Count Mook. Und wir haben dort vorne gleich ein paar Viecher, die Stress wollen. Sie sind eingeschlossen. Offenbar befinden sie... Okay. Der hat unterbrochen. Hier drin haben wir noch Rachni. Elektronikfertigkeit zu gering. Wartet mal. Garrus hatte doch Elektronik, nicht? Ja gut. Ist jetzt nicht so überragend, dann ist es verständlich. Okay. Nun gut. Die Kontrollgruppe im Labor ist außer Kontrolle. Sie sind wahnsinnig geworden. Wir können nicht weg. Sie kommen jetzt die Tunnel hoch. Es tut uns leid, es hat keiner geschafft, den Selbstzerstörungsmechanismus zu aktivieren. Rettet euch! Er hat sich selbst getötet, weil er Teil dessen war, was hier geschehen ist? Mein Volk wirft die Leichen von Selbstmördern den Aasfressern vor. Die Natak werden ihn bald finden. Passt. Kann man ja machen. Und ich glaube, auf T'Chanka, der Heimatwelt der Kroganer, spielt es ohnehin nicht groß eine Rolle, wo eine Leiche abbleibt, weil die verschwindet sowieso genügend schnell. Mit dem ganzen Gefiech, was dort alles rumlungert. Ich meine, die Dreschlunde sind ja unter anderem auf T'Chanka heimisch. Die werden wir später auch noch richtig kennenlernen. Richtig nette Viecher. Wir sind, glaube ich, bis jetzt noch keinen begegnet. Nein. Aber wenn wir später mal auf verschiedenen Welten Erkundungsmissionen machen, könnte es sein, dass wir auf einen Dreschlund treffen. Boah, okay, haust da rein. Und sogar geschafft. Wow, Skill Day. Die Rachni sind ja hier topfit. Diese kleinen Mistviecher. Das glaubt man ja kaum. Kein Kontakt. Nun gut, okay. Dann sollten wir endlich mal zur Bahnstation kommen. Ohne ständig von irgendwelchen Rachni belagert zu werden, die ja eigentlich theoretisch ausgestorben sein müssten. Wurde das schon erwähnt? Ich weiß gar nicht. Auf jeden Fall wurden die Rachni ausgelöscht durch die Kroganer, als die Rachni die Zitadelle angriffen, respektive das Zitadelle-System. Ob sie die Zitadelle selbst direkt angriffen, weiß ich ehrlich gesagt nicht mehr. Müsste ich mal nachlesen. Aber auf jeden Fall wurden sie von den Kroganern vernichtet. Glaubte man bis jetzt. Es gibt noch welche. Abfahrt Central Station. Richtung Riftstation. Tja, und jetzt sind die Rachni wieder ein Problem geworden hier auf Gipfel 15. Aber wir haben ja zur Vorsorge einen Kroganer dabei, der ja gut aufräumen kann. Wir erreichen jetzt die Binhex-Forschungseinrichtung Riftstation. Alles ein wenig ruhig hier. Keine einzige Menschen- oder Alien-Seele zu sehen. Nur leere Sitze und Glasfenster. Vor allem hier, was haben wir denn hier Schönes? Das sieht nach einem Labor aus, ist allerdings versperrt. Das heißt, wir gehen hier zu den Schlafsälen. Und hier ist das Sicherheitslabor. Okay. Ich habe die dumpfe Vermutung, dass wir dort rein müssen. Aber zuerst mal gehen wir hier rauf zu den Betten. Und schauen mal, was uns dort erwartet. Natürlich wieder mal ein Fahrstuhl, wie wir es kennen und lieben. Aber vielleicht haben sich die letzten Zivilisten ja hier oben verschanzt. Würde taktisch Sinn ergeben. Aha. Dort sind sie, ja. Wegtreten. Tut mir leid, wir konnten nicht sicher sein, was in der Bahn ist. Können die Viecher die Steuerung einer Bahn bedienen? Woher soll ich das denn wissen? Ich werde hier keinerlei Vermutungen mehr anstellen.
Hören Sie, Sie sind ein Mensch und das ist Grund genug, nicht auf Sie zu schießen. Aber ich würde gern wissen, wer Sie sind. Ich heiße Shepard und ich bin ein Spectre. Einem schwer bewaffneten Gaul schaut man nicht ins Maul. Letzte Woche haben die Aliens das Sicherheitslabor überrannt. Nur Han Olar konnte entkommen und seitdem tickt er nicht mehr ganz richtig. Wir konnten gar nicht so schnell gucken, wie diese Bastarde sich in meine Kommandoposten verbissen hatten. Und da waren wir noch gut besetzt. Wir haben sowas noch nie gesehen. Was wissen Sie darüber? Ich bin kein Xenobiologe. Sie sind schnell, bösartig und es gibt einen ganzen Haufen von ihnen. Der Aufsichtsrat schickte eine Asari, um hier aufzuräumen. Sie ist gestern ins Sicherheitslabor gegangen und seitdem haben wir nichts mehr von ihr gehört. Das heißt dann wohl, das Rachni-Problem bestand bereits vor Benicia? Interessant. Ich werde nicht zulassen, dass auch nur einer ihrer Leute stirbt. Ich kann sowieso nur die Stellung hier halten und die Zivilisten schützen. Bei den Zügen gibt es einen Notaufzug. Mit dieser Karte können Sie ihn aktivieren. Er wird Sie runter ins Sicherheitslabor bringen. Wenn Sie erste Hilfe brauchen, gehen Sie zu Dr. Cohen unten in der Krankenstation. Erzählen Sie mir von der Riftstation. Ich kann nicht über alles reden. Was genau wollen Sie denn wissen? Was für eine Art von Forschung wird hier betrieben? Keine Ahnung. Muss ich auch nicht wissen. Und solange die Leute nicht sterben, ist das auch nicht mein Problem. Vielleicht sterben die Leute aber genau deswegen, weil die Rachni vielleicht mit dieser Forschung verknüpft sind, könnte ich mir vorstellen. Wie schlagen sich Ihre Leute? Die erste Angriffswelle kam unerwartet. Sie konnten eindringen und wir haben einige gute Leute verloren. Demzufolge sind wir jetzt teillos unterbesetzt. Wir halten die Befehle aufrecht, indem wir lange Schichten fahren und Stims einwerfen. Mir gefällt das zwar gar nicht, aber ich sehe auch keine Alternative. Stims, die Energy-Drinks der Zukunft, so wie es ausschaut. Nun gut. Ich möchte mehr über die Situation im Sicherheitslabor wissen. Die Einrichtung hängt nicht mehr am Netz. Der einzige Weg, das herauszufinden, wäre Aufklärer mit dem Aufzug runterzuschicken. Aber ich werde keinen meiner Leute in den Tod schicken. Nun gut, wir werden es sowieso untersuchen. Kamen die Aliens aus dem Inneren dieser Einrichtung oder griffen sie von außen an? Wollen Sie meine ganz persönliche Meinung hören? Labore wie dieses existieren, um irgendeine Scheiße zu entwickeln, die andere Leute tötet. Ich habe noch zu tun. Ja, ich höre die... Verdammt, alle Mann ausschwärmen! Tötet sie alle! Los! Danke für die Hilfe. Alle paar Stunden kommt eine Gruppe durch den Bahntunnel. Es ist besser geworden, seit wir den Aufzug stillgelegt haben. Greifen die immer hier an? Ist doch eine offensichtliche Schlachtbank. Ihre einzige andere Option wäre über den Berg und durch die Schächte. Und sie frieren wie jeder andere auch. Ich weiß auch nicht, warum die immer wieder gegen unsere Verteidigungsanlagen rennen. Selbst Tiere sollten doch lernen, ihre Nase nicht dahin zu stecken, wo es wehtut. Hätte ich auch gesagt. Ach ja, hier haben wir ja wieder die schönen Safe-Sicherheit-Leute mit ihren schicken Anzügen. Die scheinbar doch etwas taugen. So, aber bevor wir in die Sicherheitslabore zu Benicia gehen, wollen wir uns doch etwas vorbereiten und rausfinden, was genau es hier mit den Rachni auf sich hat und warum sie zurückgekehrt sind. Oder ob sie nur eine Laborkopie sind. Das wäre ja auch eine Möglichkeit. Okay, Quarantäne, Unterkünfte. Was haben wir denn hier alles Schönes, Wissenschaftler? Sie wollen doch wohl nicht ins Sicherheitslabor, oder? Doch. Nom nom, mich sieht hier niemand. Nö. Boah, das war jetzt mies. Letzte Sekunde, noch daneben getippt. I hate it. So, aber das hier dafür gepackt. Naginata, warte mal. Moment mal. Thunder 5.
klingt nach einem Gewehr für uns. Und wir könnten ja noch Garrus und Rex hier etwas ausrüsten. Hier die Tsunami für ihn und für Garrus auch noch eine Thunder. Und Scharfschützengewehr technisch. Oh. Ja gut. Das ist jetzt nicht so wichtig. Striker, die Naginata 5 haben wir. Also bringt das nicht viel, aber für Garrus, der kann das hier noch haben. Moment mal. Wir haben 105.000 Credits aktuell. Boah, krass. Garrus? Ah ja, willkommen in Mass Effect bei dem ganzen Rumgeglitsche oder auch von mir nett genannt Glitch-Effekt. Ich hoffe, der kriegt sich hier wieder ein. Boah, Garrus, nicht dein Ernst, oder? Garrus! Turianer mögen keine Kälte, Shepard. Hatte ich das je erwähnt? Ich hoffe, der kriegt sich hier wieder etwas ein. Sonst muss ich mal kurz raus und speichern. Ich speichere mal kurz zur Sicherheit. Bevor der hier noch mehr Scheißdreck macht. Ist echt seltsam, auf der Konsole hatte ich sonst nie groß Probleme mit Glitches oder Bugs und Lags und was auch immer. Aber seit ich das Let's Play mache, gibt es hier ab und zu mal irgendwelche komischen Glitches. Ist seltsam. Okay, Garrus. So viel Eis und Schnee auf einem Haufen habe ich selten gesehen. Mal, vielleicht können wir mit dem Befehl. Yep. Ja gut, okay. Ich gehe kurz raus und wieder rein und schneid's mal raus. Bis gleich. So, hier wären wir wieder. Glitch ist behoben. Keine Ahnung, was denn hier los war mit Garrus, aber was soll's. Was? Sie scheint die Situation weniger zu beunruhigen als die anderen. Das gehört zu den Vorzügen meiner Meditation, die Sie eben unterbrochen haben. Gehören Sie zu einem der Wissenschaftsteams? Ja, ich wurde kürzlich versetzt. Was machen Sie hier? Molekulargenetik. Ich habe mich auf biotisch erweiterte, allelespezifische Hybridisierung spezialisiert. Ja, verstehe ich eigentlich ganz gut. Warum fragt sich der Shepard hier eigentlich? Das ist doch ganz klar. Meine, die biotisch erweiterte, allelespezifische Hybridisierung ist doch ganz klar. Also meine, das sollte doch kein Problem sein. Das weiß doch auch jeder von euch, oder nicht? Das war mir ein bisschen zu technisch. Ich bin sehr gut darin, vererbte Variationen in genetischen Sequenzen aufzuspüren. Sicherlich wäre Ihnen das viel zu langweilig. Ist übrigens auch cool. Shepard meint mit, hä, was? So viel wie, ist das Ganze zu technisch? Ach ja. Das wäre vorerst alles. Dann kann ich endlich weiter meditieren. Mi. Oh ja, hier haben wir noch einen Händler. Unsicher. Ich heiße Sie willkommen. Vorsichtig. Ich möchte meine Neugier stillen und fragen, was Sie hier machen. Ich habe gehört, dass es hier Ärger gegeben hat. Insgeheim. Ich fürchte um das Befinden unserer Wachen.
Viele sind seit Tagen auf den Beinen. Freudig. Ich kann behaupten, noch einen begrenzten Teil meiner Ausrüstung zum Verkauf anbieten zu können. Lassen Sie mal sehen. Leider. Ein Großteil meines Bestands ist von Captain Ventralis beschlagnahmt worden. Okay, das heißt, wir haben einfach nur einen kleinen Teil der Dinge. Wow. Okay, das ist krass. Schauen wir mal, was haben wir sonst? Okay, das ist der einzige Kroganer-Rüstung. Boah, die kostet aber auch 95.000. Leck. Okay, schwer, lalala. Mittelschwer, mittelschwer, leicht. Bioverstärker. Universalwerkzeug. Okay, wir könnten eine fettere Rüstung für Rex kaufen. Boah, aber 95.000. Boah. 60 Schadensschutz ist schon krass. Eine Titanrüstung generell. Ach, wisst ihr was? Wir leisten es uns einfach. Wir könnten dem Typen ja sonst noch den ganzen Rest verkaufen, den wir haben. So, die Schilde etwas lower, aber meine, der Schadensschutz. Boah. Okay, das Design ist fast identisch, aber hey, passt. Erleichtert. Ich stelle fest, dass es Ihnen gut geht. Lassen Sie mal sehen. Leider. Ein Großteil meines Bestands ist von Captain Ventralis beschlagnahmt worden. Ja, das wissen wir. Verkaufen. Antitorianer Gasgut. Wir wissen nicht, wann wir es nochmals brauchen können. Also, werden wir mal Zeug los. Eine Menge Schrott, die wir gefunden haben. Boah. Ist das viel? Polonium, Protonen, Schildmodulator, Schredder, Wolfram. Da haben wir die 5 noch. Die Edge, die Kessler. Wartet mal. Die ist besser. Die könnte ich gerne noch ausrüsten. Die ganzen Pistolen, Sturmgewehre, Schrotflinten, lalala. Die kann ich einfach mal eine Runde loswerden. Weil, boah, ist das viel Stuff. Und schaut euch einfach mal die Credits an, die wir damit verdienen. Ist das nicht herrlich? Oh ja, Spectre-Waffen. Ich komme. Sofern wir eines Tages irgendwann mal fertig werden mit dem Verkaufen. Wenn ihr Bock drauf habt, könnt ihr mir ja noch eine Rückmeldung in die Kommentare schreiben, ob ich zukünftig hier die Verkaufssessions rausschneiden soll. Allzu lange gehen die ja nicht, aber mit der Zeit kann es auf den Sack gehen. Verstehe ich. So. Was? Nein! Tut mir leid. Ich habe seit dem Angriff nicht viel geschlafen. Brauchen Sie etwas? Wie schlagen Sie sich? Es wäre wohl kleinlich, sich zu beschweren, wenn man gerade mit dem Gehirn eines Mitarbeiters bespritzt wurde. Seit dem Angriff hat keiner hier genug Schlaf bekommen. Natürlich haben nicht alle von uns Waffen. Was genau machen Sie denn hier? Ich bin Toxikologe. Ich kann nicht über meine Arbeit reden. Nicht, dass ich seit dem Unfall was getan hätte. Es hat hier einen Unfall gegeben? Ich kann nicht darüber reden, was passiert ist. Nicht hier. Zu öffentlich. Gehen Sie zur Krankenstation und reden Sie mit Dr. Cohn. Er war der Projektleiter. Das werden wir tun. Was wissen Sie über das Sicherheitslabor? Nichts. Ich habe woanders gearbeitet. Soweit ich weiß, ist Han Ola der einzige Überlebende. Ist er auf der Krankenstation? Nein, er ist im Quartier des Wissenschaftsteams. Seien Sie nicht zu hart mit ihm. Er hat eine Menge durchgemacht. Wir reden später weiter. Denken Sie daran, alle verdächtigen Geräusche zu melden. Das heißt, wir suchen noch Han Olar und die Krankenstation auf. Beides Dinge, die uns interessieren könnten. So, was haben wir denn hier hinten Schönes? Achtung! Sicherheitsprotokoll ist aktiv. Bitte kontaktieren Sie vor einer Wartung den Sicherheitsdienst. Jetzt wäre es garantiert intelligent, hier die Türe zu öffnen. Nicht. Ihr seht ja die Feinde, die dahinter sind, und wir werden ja ausdrücklich gewarnt hier. Dahinter ist Sperrgebiet. Wir wollen uns ja nicht anlegen hier mit der ganzen Kolonie, auch wenn wir es zweifelsohne könnten. Aber diese
Drohnen hier werden uns auf den Sack gehen, wenn wir dort reingehen. Also machen wir das nicht. Bleiben lieber etwas nett. Okay, gehen wir mal zur Krankenstation. Und schauen mal, was wir dort unten so alles finden können. Halte durch! Ich weiß, an meiner Stelle hättest du längst ein Heilmittel. Okay, also wir wären hier auf der Krankenstation bei Dr. Cohen. Aber da das ein wenig ein längeres Gespräch werden könnte, beende ich hier die Folge. Das war wieder mal Let's Play Mass Effect, kommentiert von eurem Count Muku. Bis zum nächsten Mal. Ciao!